Herzlich willkommen zur Lazy Soundbox Nummer 45, diesmal mit einem Mikrofon-Shootout an einem Flügel. Und zwar haben wir eine spezielle Mikrofon-Stereotechnik gewählt, und zwar die Bloomline. Da werden immer zwei 8er-Charakteristiken gebraucht. Die zwei 8 werden zu 90 Grad gegeneinander verdreht und dann im 45 Grad Winkel zum Schallereignis ausgerichtet. Wir haben einen Yamaha C7X Flügel als Testinstrument gehabt. Die Ausrichtung der Mikrofone sieht wie folgt aus. Wir haben in der Rundung seitlich die Mikrofone platziert. So platziert, dass quasi eine Linie vom Deckel zum Korpus unten gezogen wurde. Dann die Mitte gewählt wurde, die ungefähr bei 31 cm lag. Und dann aus dieser Achse 5 cm nach außen das Mikrofon platziert wurde. Das obere Mikrofon zeigt auf die tiefen Seiten und das untere Mikrofon zeigt auf die hohen Seiten. Vom Signalfluss her sind wir von dem Mikrofon auf einen Preamp von TubeTech MP2A Stereo Röhren Preamp. Von dort aus dann auf die Lynx Aurora 16 Wandler und von dort aus dann ins Pro Tools HD System. Folgende Mikrofone haben wir miteinander verglichen. Von Neumann das Telem 170i Großmembrankondensermikrofon. Von Neumann das U87 AI, auch ein Großmembrankondensermikrofon. Dann von Rode das NTR, das ist ein Bändchenmikrofon. Von Royal Labs das R121, auch ein Bändchenmikrofon. Von Sontronics das Apollo, ebenfalls ein Bändchenmikrofon. Und zu guter Letzt das T-Bone RM700, ebenfalls ein Bändchenmikrofon. Wir werden nun in einer unbekannten Reihenfolge alle 6 Stereopaare nacheinander hören und danach gibt's die Auflösung. So, das waren die 6 Mikrofonpaare. Nun kommen wir zur Auflösung. Ich werde euch die gleichen Reihenfolge abspielen, werde euch immer den Mikrofonname und das Mikrofon einblenden, den Frequenzgang des Mikrofons und ein Foto der Mikrofonierung. Thank you.
So, das war die Auflösung. Ich hoffe, man konnte Unterschiede feststellen. Um das Ganze noch genauer anhören zu können, werde ich wieder einen Download-Link anbieten, wo ihr die Files in Stereo runterladen könnt mit 24-Bit und 44,1 kHz Auflösung. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.